Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Outlast 2 Ufpelzig. Und wir wollen doch gleich mal hier das Floß Benutzer speichert. Es wird schon irgendwas Furchtbares passieren, nämlich mal. Muss ich das jetzt selber auch steuern oder nutze zum Rudern, um zu steuern? Okay. Ah ja, okay, so kann ich das steuern. Ich muss aber zu der Mine, soweit ich das richtig verstanden habe. Okay, er kann nicht gleichzeitig filmen und steuern, das ist auch nur logisch. Wir müssen da ein bisschen weiter in die linke Richtung oder so, oder? Ja, du müsst, da würde ich mal hingehen an deiner Stelle, mein Lieber. So. Okay, schon das verkacke ich hier offensichtlich. So, du in die Richtung muss ich. Jawohl. Dann beweg dich doch auch mal. Die Musik suggeriert schon, dass irgendwas ganz Furchtbares passieren wird. Ich glaube aber, das ist die Richtung, in die wir eigentlich müssen, oder? Oder müssen wir doch in Richtung Zivilisation? Ich weiß es nicht zur Sache. Wirklich Geräusche aus der Richtung höre ich auch nicht. Könnte halt wieder nur irgendwas im See drin stecken. Ich probiere jetzt einfach mal doof die Mine zuzuhalten. Eventuell schmeißt er mich hier am Ufer raus. Wenn der Nebel nicht so dicht wird, natürlich. Aber ich glaube, das ist schon die Richtung hier, in die ich muss. Sonst steht der auch gar nicht so fertzmache mit dem Nebel. Und bestimmt kommt jetzt irgendwas Ekliges. Irgendwie die Ketzer finden mich und wollen mich auch wieder durch den Strand. Eigrabe oder irgendwas Schreckliches wird schon passieren. Okay, durch den Nebel kann ich auch nicht gucken. Oh, oh, ich glaube, irgendwas folgt uns. Oh, der Walgas Chris kommt. Okay. Oder Davy Jones hat den Kraken befreit. Irgendwas in der Art wird schon passieren. Ah ne, das sind nur... Oh, nur ein paar tote Fische mal wieder. Genau. Ich wollte gerade sagen, wenn er jetzt selber schon an den Scheiß glaubt. Schule Ahoi. Bitte nicht schon wieder die Schule jetzt. War das ein kleines Kind? Ja, geh zu deinem Floß zurück, Mann. Jetzt habe ich auch wieder komplett die... Wer bist denn du? Lass mich dir helfen. Kotz, nix du. Ich will auf mein Floß. Ich drücke einfach nur verzweifelt die Aktionstaste. Ja, geh auf dein ekliges Floß zurück. Drücke wiederholt Viereck. Das habe ich schon die ganze Zeit gemacht und den Cursor bewegt. Oh Gott. Okay, speichert. Okay, also der dreht wirklich schon am Rad, den ich sage. Was für Richtung muss ich dann jetzt? Ich habe die Mine auch gar nicht mehr vor Ahre. Ich weiß gar nicht mehr, was für Richtung ich eigentlich muss. Der Mond ist natürlich jetzt auch schön hinter der Wolke. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung. Drüber ist ein Feuer. Das sieht doch schon mal vielversprechend aus, oder? Oder komme ich von dort? Lass mal gucken. Nee, da war ich, glaube ich, noch nicht. Ich habe mal wieder Orientierungsschwierigkeiten wie Sau. Ich glaube, das wird schon irgendwie stimmen, oder? Probieren wir es einfach mal. Der Mond kommt da wieder raus. Ich glaube, das wird schon irgendwie stimmen, so. Sonst steht er mich hier nicht hier hinfahren. Das kommt bestimmt Wildwasserbahn oder sowas, so. Rafting oder irgendeinen Scheiß. Ja, die Stromschneller sind hier schon stärker. Das wird jetzt spaßig. Wenn das der Weg ist, wird das definitiv jetzt spaßig hier. Ich muss auch immer gucken, dass ich im Bild bleibe bei der Facecam. So, weiter in die Richtung. Oh, das gibt doch Wildwasser-Rafting. Oh, Mann. Noch ist die Strömung nicht so stark.
Und ich bin ja der geborene Sportler, egal was für Disziplin, ich verschaff's jeden Sport zu vermurksen. Okay. Dann machen wir das so. Ja, das bringt mir nicht sonderlich viel hier. Jetzt wird's stärker von der Strömung. Irgendwo wäre ich schon zerschelle. Quatsch. Ja, das war klar, dass sowas passiert. Ja, das Paddel geht noch kaputt, nämlich, oder? Ja, das war klar, dass sowas... Ah, okay, jetzt habe ich mal Paddel, aber nicht mehr. Ah, doch, doch, ich habe mal Paddel noch, tatsächlich. Oh Mann, ich rutsch ständig ab in meiner Facecam, sehe ich. Was? Ich habe gar nichts gesehen, von wegen, da waren sie. Von wegen, da waren sie, da war wer. Ja, genau. So kennen wir das doch. Ja. Hoffen wir mal, dass das klappt. Speichert. Hier sind wir richtig. Ja, jetzt ist halt die Sache. Hat er gewusst, dass die vorher schwanger ist? Und wenn ja, oh nett. Dann ist es ja eigentlich sein Baby. Und das war jetzt nichts Außergewöhnliches. Nur dass das körperlich gesund ist, dann das Baby, wenn es von der 2 ist. Hier ist das Gewässer auch wieder ruhig. Aber hier scheint auch wieder sehr nette Sache getrieben zu werden. Das nimmt er schon wieder auf. Ah, nett, der Denker. Der Herr Studentio, den haben sie am Arsch aufgespießt, wie es aussieht. Hat er hier nichts aufgenommen? Doch, tatsächlich. Ja, halt mal drauf. Der Studiosus. So, gucken wir uns das mal an. Speichert. Body so thick I could have walked across the water on their backs. It's almost funny. That's how you walk on water. Ja, das ist der Trick. Das war bestimmt auch Jesus' Trick. Türme aus Metall. Das war die Notiz, genau. Habe ich irgendwas verpasst? Hilfe. Schwimmer. Okay, wir sind relativ nur am Ende, glaube ich. Ach du Scheiße, ja. Nett. Das ist der Trick, wie man übers Wasser geht. Das wären aber die von der Ketzer-Seite. Da sind noch ein paar Köpfe aufgespießt. Nett, ja, sehr nett. Oh Mann, ich habe die Befürchtung, einer von denen springt nochmal auf. Ich glaube, da muss ich auch weiter. Ich habe irgendwie das dappische Gefühl, einer von denen Männler, deine Weibler springt auf und attackiert mich. Oh Mann, ich mag echt nicht. Das ist so unangenehm hier. Speichern. Okay. Oh. Hier muss ich wohl gegen die Strömung paddeln. Ich habe schon gedacht, das wäre mein Landeplatz gewesen. Oh, oh. Du laufen welche. Das könnten sie sein, die auch gemeint hat, ja. Aber da habe ich irgendwie keine Acht drauf gehabt beim letzten Mal, wo er sie auch erkannt hat und gesagt hat, ja, das sind doch die Lin mitgenommen haben. Scheiße, was war denn das? Das klang aber nicht gerade sehr erbaulich. Nicht sehr erbauend. Speichert, ja. Okay. Na lecko mio, das wird jetzt wieder richtig spaßig. Vor allem die Geräusche, Mann, das macht doch kein normaler Mensch. Bei Ketzer bin ich ja auch mal gespannt, ob das Leute sind, die einfach nur deine neue Ezekiel-Lehre nicht konform sind oder ob das wirklich Satanisten sind. Na toll, jetzt dürfen wir da rechts zu Fuß hinlegen oder was? Sind wir an Land? Ich glaube schon. Shit, the raft. At least we'll be there. Bitte sei noch da. Okay. The raft can't have gone far. Kehre zu deinem Floß zurück. Oh oh. Die Geräusche waren mir gerade viel zu nah, um ehrlich zu sein. Nee, du sauft da wahrscheinlich ab, wenn ich das mache. Na toll, jetzt bin ich wieder irgendwo allein im Wald. Ups.
Okay, die sind schon ein bisschen länger verwest. Aber irgendeiner schnauft hier wieder wie ein Walross. Und ich bin nicht sehr scharf dort drauf, die Person zu finden, die hier schnauft. Oh Gott. Da ist wieder irgendeine Notiz. Da ist nichts drin versteckelt. Da ist aber Notiz. Die nehme ich mal. Wie das Evangelium. Alter, das Schnaufe habe ich voll in der Ohre wieder. Kapitel 3. Zu dieser Zeit war es Jahr 34 Sullivan Norths, der Ezekiel war. Jahr 479 Zions, Jahr 1971 des Herrn. Der 11. Monat am Morgen des 26. Tages. Also 26. November. Ich war ein Gefangener der Zinsen, ein Schuster im Land der Albuquerque, also aus Albuquerque, dem Berg des Aprikosenbaums, der den Namen Albuquerque trägt. Und durch falsche Schulden unterdrückten mich die Pharisäer Zions. Im Land eines emporkömmlichen Königs namens Lynch, welcher Kriege sah und nicht kämpfte, welcher in Stein schlug die Korruption seines Vorgängers und Zion verdammte zur Krankheit, selbst im Tod. Und das Wort des Herrn kam zu mir ungeladen, gewandt in Lügen, doch strahlend vor Wahrheit. Eine elektrische Stimme gesandt von einem Sünder, und sie sprach die Worte der Klagelieder. Sie sprach um des Berges Zion willen, dass er so wüst liegt. Sie sprach, du, Herr, der ewiglich bleibst, und dein Thron für und für. Sie sprach, warum willst du unser sogar vergessen und uns lebenslang sogar verlassen? Sie sprach, bringe uns, Herr, wieder zu dir, dass wir wieder heimkommen. Sie sprach, denn du warst uns verworfen und bist allzu sehr über uns erzürnt. Und ich wusste, er sprach vom Fuchs auf dem Berg, welcher Mai dort Lichi und Mai Ilzoi von den geschlagenen Navajo genannt wird. Der Fuchs auf dem Berg, der Prinz des Chaos, der in Lügen und Wahrheit spricht. Und ich ließ die Stimme verstummen und sah das Unsichtbare, ein großes Feuer, das sich strahlte wie die aufgehende Sonne und inmitten des Lichts war eine Farbe, die nicht hingehörte. Und meine erzürnten Augen wurden zurück in die Abgründe der Dunkelheit gestürzt, fern des Wissens, welch ein Mann nicht ertragen könne, und das Rauschen Gottes Zorns kam über mich. Und meine Ohren bluteten, und so verkündete der Herr, dass wir diesen Bund nicht brechen sollen, er, der Worte hört. Wo man keine sprechen kann, seid Geduld bis zum Ende, und der Feind, der euch geborgen werde, sei deine Last meiner Vergeltung. Ihr habt bestimmt auch gemerkt, dass ich das jetzt am Anfang relativ normal gesprochen habe. Und erst so im Nachhinein in seine widerwärtige Art zu sprechen abgedriftet bin. Okay, da können wir jetzt wieder rausholen. Sollte irgendwie für mich den Wandel darstellen, wie der Typ halt total fertig ist. Und immer fertiger Woche ist. Also ich nehme mal an, der Typ war ursprünglich Schuster. Könnte jetzt auch nur übertragend sein. Könnte aber auch tatsächlich sein, dass er Schuster war, der in Schulde gestürzt war. Da wird er wohl irgendeinen Televangelist oder so gehört haben und durch den ist er wohl zu Gott gekommen. Könnte ich mal denken. Alter, wer schnauft denn hier wie eine Wildsau? Ist denn du Feinerle? Wä? Hab Pfui Kotz? Ich höre es voll auf meinem rechten Ohr. Es wird auf jeden Fall nichts Gutes sein, nämlich auch. Das bedeutet einfach nur wieder Ärger ohne Ende. Also irgendjemand ist in der Nähe, keucht wie eine Drecksau. Ich weiß jetzt nicht, störe ich den gerade bei seinem Selbstverwöhnungsprogramm oder... Oder ist der gerade ordentlich kacke? Oh. Oh, die rennen, ach, wie die Affe. Ich hoffe, die Verschimmelte sind uns nicht noch gesticker. Das wäre nicht so schön, wenn uns die Schimmler noch gesticker wären. Wie komme ich jetzt da dran, das Ding? Das ist jetzt wieder die Frage. Echt nur motherfucking no. Großer Gott, nein.
Okay, was sagt er da? Killed as a warning. We're welcome. We're all welcomed eventually. Ja. Du bist doch überhaupt nicht pessimistisch veranlagt oder so. Knots Evangelium Kapitel 3, okay. Ich hoffe, ich muss den Schnaufer jetzt nicht noch treffen. Das wäre echt ein bisschen zu viel jetzt. Oh, nett. Nett, da ist einer enthauptet worden. Also es ist auch eine ganz gewaltfreie Sekte, wie man so sieht. Die sind die totale Pazifister. Oh Mann. Ich glaube, den kann ich umknicken, oder? Ja. Eine Kreuzigungshand. Okay, speichert. So viel habe ich schon mal richtig gemacht. Jetzt wollte ich aber auch noch gucken, ob es so drüben noch irgendwas gibt, was ich finden könnte. Nee. Okay. Aber das war jetzt wirklich abzusehen. Upala. So, jetzt ganz, ganz vorsichtig. Immer gerade ausgucken. Da hängt schon wieder jemand. Was ist da? Love, set us free. Liebe, befreie uns. Wer hängt dann da? Aha, Skinner. Das ist natürlich auch sehr nett. Zuerst jemand heute und dann Erhänger. Ich meine, das Erhänge geht ja eigentlich schon reicher, aber du, das ständige Heute, das ist ja widerwärtig. Die müssen ja etliche Gerber hier haben. Kann ich dich auch schubsen oder so? Gucke. Boing, boing. Nee, ich renne gegen den wie eine Wand. Also den kann ich nicht nur Arsch stumpen. Bisschen schade irgendwie. Nimm den Ganzen auch so die Realität, muss ich sagen. Wobei ich wahrscheinlich auch kein Gehäutete, der da am Strick, am Hals hängt. Uah, einfach da rumschubsen wird. Okay, jetzt aber fort. Komm, jetzt aber weg, Blake. Jetzt dummel dich, Kerl. Alter, was gibt's denn da zu schnaufen, du Scheißtyp? Du Kotze-Typ. Ey, wenn Kacke muss, dann geht doch woanders hier. Ich glaube, die beschmeißen mich gleich mit irgendwas. Kann das sein? Na okay. Da probieren wir jetzt durchzukommen. Aber ich glaube, ich bin dann entkomme erstmal. Aber das wird bestimmt nur weiter übel enden und ausgehen. Oh Gott, ich glaube, Happy End hat auch Outlast 2 nicht. Es geht mich sehr wunder, wenn Outlast 2 ein Happy End hat. Die wissen doch auch bestimmt alle 100%, dass ich gerade herkomme, dass ich auf dem Weg bin. Das bleibt denen doch bestimmt ein unbemerkt. Ich meine, die haben doch in ihrem Leben nichts zu tun. Die Henke Jobs oder ähnliches. Oh, da springen sie schon wie die Affe. Oh, das wird ganz, ganz übel ändern. Die wissen genau, dass ich doof bin. Verfolgen mich hier schon. Die müssten einfach nur Stellen auf mir schmeißen, wenn sie das wollten. Da sind sie schon überall und springen hier. Affen rennen durch den Wald. Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Oh Mann. Scheiße. Ja, die wissen absolut Bescheid. Speichert. Jetzt wird irgendwas passieren. Aber die wissen auf jeden Fall, dass ich hier bin. Und warten nur darauf, mich abzufangen. Nämlich, ja, genau. Das sowas habe ich mal gedacht. Einfach nur mit Stellschmeißer. Das wäre auch das, was ich gemacht hätte. Das Ding wird sich jetzt in seine Bestandteile auflösen. Speichert. Okay, ja. Das Ding ist schon echt am Arsch. Das hält auch nur noch mit Klebeband und Gebete. Da ist die Brücke, oder? Durch diese Scheißbrücke bin ich in den Master Blaster Wald in die Lepra-Kolonie geraten. Da müsste ich doch von dort aus jetzt auch zur Mine endlich kommen. Oh Mann. Da ist die Mine, genau. Ich glaube, da will ich erst gar nicht drüber nachdenken. Da habe ich. Ja. Aha. Oh, das ist Fremdganger.
Das wird sich zeigen. Oh oh. Sind doch Schimmler? Oh oh, fuck! Okay. Oh fuck. Was bist denn du für ein Feinaler? Erzungenkuss, Tora. Ach du Scheiße. Boah. Ja, okay. Ich muss hier irgendwie entkommen können. Ich bin anscheinend hier im Schwimmbad oder wo. Und der Feinerle ist als wieder hinan. Ist hinter mir her, der Widerling. Raus hier aus dem Pool. Speichert. Okay. Jetzt bin ich in der Schwimmhalle hier gelandet. Und ich jetzt sage, das ist wieder etwas, worum sich der Yankee von morgen kümmert. Und das arme Schwein beneide ich definitiv nicht. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Outlast 2 auf Pelzig, wo wir uns dann hier wieder in der Schule umsehen werden. Also machen's gut und bis morgen, euer Yankee.